Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal hatten wir noch hier hingeguckt, dass wir da weiterkommen, ne, haben wir drüber gesprochen. Und ja, wir müssen insgesamt schauen, dass wir irgendwie ja, positiv weiterkommen. Wir haben ja 20 Armeen stehen. Ist nicht das meiste. Was ist auf unseren Schiffen los? Nix. Ja, das ist alles jetzt so... nicht so dolle. Gucken wir mal. 3, 4, 4, 4, 5, 1. Okay, da werden wir demnächst auch wieder nicht das schaffen mit dem Dingens hier. Mit Akabuse. Irgendwie müssen wir das mal pushen, ne? Dass wir da hinkommen, ey. Dass wir technisch mal irgendwo einen Fortschritt erlangen, weil da sind wir richtig schlecht dran, ne, zur Zeit, ne? Kann man hier irgendwas machen? Aber haben wir, glaube ich, auch schon geguckt, ne? Hier würden wir dann natürlich auch in Bereiche kommen, die uns dann nicht mehr wohlgesonnen sind, ne? Pleroszen Einfluss. Das bringt es jetzt hier auch nicht so wirklich hier irgendwo, ne? Halt. Da. Ab 34, der Stadtbürger, Einfluss ab 40. Einfluss haben wir nur 15. Ja. Kondensierungswachstum plus 10 ist da möglich. Aber da ist, wie gesagt, alles nicht blau, ne? Monopolcharter gewähren. Stadtbürger erhält 15 Loyalität, das wäre 65. Und erlangt 10 Einfluss, das wären dann 25. Und hier brauchen wir wie viel für? 40, die hätten wir nur noch lange nicht. Beitrag erbitten, da kriegen wir 90 Taler. Geht das hier eigentlich auch? Dann verlieren wir 20 Leute. Würde funktionieren, ne? Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Okay. Gucken wir mal gerade hier durch. Geld 5,68, das ist ganz gut. Hier stehen unsere Wagen auch da, wo es Geld gibt, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ärmelkanal schöpfen wir, glaube ich, so ab, dann passt das schon. Ja, hier müssen wir warten, bis was passiert. 8 von 10 haben wir da, das ist auch nicht wild. Ja, Qualitätsideen, ne? Größe Garnison plus 25 und hier haben wir dann noch Verschleißarmee, das wäre vielleicht noch ganz sinnig, ne? Müssen wir dann gucken, ob wir da hochgehen. Was ist unser Ziel hier? Koloniewachstum plus 25, okay. Das ist Westbückten. Ist das das da oben, oder was wir kolonisieren, oder ist das das Nachbarland? Ich glaube, es ist das Nachbarland, ne? Ja, super. Nee, bringt's jetzt noch nichts. Das machen wir danach dann doch. Obwohl wir das erst ausgeschlossen hatten. Gut, lass mal laufen. So, was machen unsere Diplomaten? Die laufen da rum. Was ist das hier? Britannia. Die uns nicht angreifen. Dingens verlängert. Ja, Kriegsmüdigkeit ist hoch. Kann ich jetzt nicht ändern. das sind zu wenig Punkte, um dass wir da was machen können. Wir können gerade reingucken. Da ist nichts. Kriegsgrund gegen Holland. Holland hat ein Embargo gegen uns verhängt. Holland ist das hier. Und das ist eine Personal... Ja, dann würden wir mit Burgund auch ins Boot springen. Auch geil, ne? Und die sind hier. Und da haben wir keine Chance gegen. Weil unsere Truppen einfach zu schwach sind, ne?
Wie viel Geld haben wir? 148. Was machen eigentlich die Kredite? Lass uns das mal gerade gucken. Spinnen wir im Trauer. Und Männer trauern sie. Ach, Geld verlieren wir dann. Ich mach's aber. Dann in Tilgen. 9 Stück. 2 sind davon groß, 3er. 4, 5 große haben wir. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir die loswerden. Weiter geht's. Was ist das? Achso, gegen Reformation annehmen. Bringt mir irgendwie nichts. Kommen wieder der Franzose mit 162. Nein, 189. Ist verlängert. Okay. Kirchenstadt, Mann und Männer hat sich um. Wieder 189, ja. Kostentheologie plus 5. Papsteinfluss minus. Ne, plus 0,5. Missionsstärke. Das wird mir dann nur alles teurer, ne? Bringt's jetzt nicht wirklich, ne? Das schafft man nicht in Frieden, sonst hätten wir das schon gemacht. Administrative Technologien höher als 10, das dauert also ewig. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Und das müssen wir auch machen. Und das schon wieder, und wir haben kein Geld. Das würde bedeuten, wir müssten neuen Kredit aufnehmen. Das möchte ich nicht machen. Da wieder. 189, ja. Ja, Kriegsmüdigkeit, die läuft immer weiter. Wieder einen neuen Kredit, 213. Wir müssten jetzt aber nur noch 7 Kredite dann haben, oder? Ja. Aber von den 5 großen müssten wir mal was loswerden. 189 abgelehnt. Ja. Was haben wir hier? 19,2. Ich glaube, wir brauchen aber mehr, ne? 25 brauchen wir da. Da haben wir einen Anspruch drauf. Und da glaube ich nicht, ne? Nein, und die auch nicht. Nö. ...216 wird mehr. Ist der Franzose aggressiv. 3 Pferde da. Rekrutierungsmeister, okay. Jetzt wäre es die Frage. Wenn wir da an der Seite gehen, kommen die rüber? Schwierige Frage, ne? Weil 3 würde ich schon angreifen wollen. Entschuldigung. So, das ist... Nein, ich will jetzt keine militärische Macht ausgeben. Einfach aus dem Grunde, weil ich definitiv hier unten das erst haben möchte. Deswegen bleibt das weg. Das sind 10, 13 Einheiten. Ich weiß nicht, wie viel sie hier noch irgendwo haben. Haben 12 Schiffe da. Sie könnten übersetzen. So, da können wir aber auch definitiv was machen. Kriegssteuer verlängern, ja. Da können wir jetzt hier einen Anspruch fingieren. Okay. Okay. Das haben wir gemacht. Ablehnen.
Okay. Ende des religiösen Clans. Das war jetzt hier hinten, ne? Oh. Künstler ist gestorben, okay. Florenz. Okay. Das ist nicht gut hier, ne? Protestantische Union macht Österreich. Gewinnt Loyalität. Erlangt Einfluss. Den brauchen wir nicht. Den haben wir schon. Erlangt Einfluss. Erlangt Einfluss. Erlangt Einfluss. Immer Einfluss erlangen. Ablehnen. So, Pause. Das wären zu viele. 208 lehnen wir ab. Und hier kommt ein Dingens rein. Das akzeptieren wir, das Darlehensangebot. So, das brauchen wir jetzt nicht machen. Wir müssten das drücken. Und wenn wir den Einfluss da haben, dann müssten wir gucken, wo die hier sitzen, ne? Haben wir denen überhaupt was gegeben? Da, Klerus. Jagen wir raus. Den nehmen wir jetzt mal ganz raus da. Oder so viel wie möglich. Ganz kriegen wir den ja nicht raus. Aber die haben ja schon verdammt viel Einfluss. Haben wir irgendwo noch Klerus sitzen? Da. Okay, wenn die Loyalität sich ändert. Ich lasse das so. Auch wenn das da steht. Obwohl, das ist Basiswert für... Komm, gib denen das noch und fertig. Dann klappt das auch damit wieder erstmal. Gut, okay. Pause raus, weiter geht's. Was kommt da? Spinnweb und Trauer, ja. Kriegsmüdigkeit senken. Oder? Ja, momentan ist es halt so, ne? Du brauchst Geld, um die Dingens Darlehen großes abzuzahlen. Das ist jetzt wichtig. 260 ablehnen. So, was ist hier? Unterstützt den Klerus. Besser als ein Philosophen als Heretiker. Stabilität verlieren wir immer. Kosten der Technologien, wenn Beleger. Dann nehme ich das zweite. Ah, das ist jetzt 34, das ist aber auch egal erstmal. Obwohl, wie können wir die Loyalität nur hochkriegen? Verlieren wir Loyalität, gewinnt 15 Loyalität. Und wir verlieren Kohle. Das bringt uns auch nichts. Wir müssen nur die Loyalität hochrammen. Einfluss. Auch Einfluss. Funktioniert also nicht. Ist halt so dann. Okay. Weiter geht's. Die haben da wohl nichts mehr im eigenen Land.
Okay, Diplomat abberufen. Ne, beibehalten habe ich jetzt gemacht. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte den abberufen. Okay. Burgund. Können wir Beziehungen dann verbessern? Okay. Was haben wir jetzt hier noch irgendwo mehr? Da. Unruhen finden statt, weil wir Stabilität erhöhen müssen. Genau. Ärgerlich, aber ist so. 230 ablehnen. 430. Was macht das denn? 668 war das oder was war das hier? 643, okay. Und wir haben 436. Gut. Und es ist eine Debatte. Dann gucken wir uns doch erstmal die Debatten an. Kostentechnologien wäre auch schon gut für uns. Kostenberater minus 10. Ne. Regeneration Seeleute? Nö. Stabilität erhalten haben wir gerade hochgesetzt. Bringt jetzt nichts. Das hier unten wäre sicherlich sehr interessant, weil wir Geld sparen. Aber momentan würde ich hier sagen, machen wir das so. 37% haben wir. Militärische Macht senken wir dann. Ja, super, ne? Das sind nur 12, würde ich machen. Der ist schon gesetzt dann. Administrative Wacht setzen und einen brauchen wir noch. Die und fertig. So, der Rest muss sich dann so ergeben. Dauert halt ein bisschen. Gut, okay. Oh nein, oh ja, okay. Was macht unsere Kolonie? Ist die nächste Frage. Kolonisten 9%. Ah, da oben sind sie 694, sind da jetzt. Burgund. Diplomat abberufen. Gut. Das schließen wir wieder aus mit 220. Wir gucken mal, dass wir mit Aragon die Beziehungen verbessern. Da geht was. Okay, aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.